Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video mit Weihnachtsgeschenkideen. Diesmal Produktgruppe Selfie Sticks. Da habe ich ja schon einige auf meinem Kanal vorgestellt und da habe ich für euch jetzt die drei besten Selfie Sticks herausgesucht und die möchte ich kurz nochmal ansprechen. Natürlich gibt es auch von anderen Herstellern, also zum Beispiel von Honor gibt es Selfie Sticks. Dann Meizu hat Selfie-Stick, so ähnlich wie die beiden von Xiaomi und Blitzwolf, also mit Fernbedienung. Und ja, da sollte man sich ebenfalls einmal Gedanken machen, für was ist der Beschenkte benötigt. Wenn er zum Beispiel gerne auch YouTube-Videos macht oder im Allgemeinen Videos aufnehmen möchte mit dem Selfie-Stick, also mit dem Smartphone und dem Selfie-Stick, dann sind natürlich die beiden von Xiaomi sehr gut geeignet, denn die haben eine Fernbedienung und einen eingebauten Stativ, die kann man dann hinstellen und ja, mit der Fernbedienung kann man dann das Video starten. Die sind nahezu gleich, funktionieren auch nahezu gleich. Der einzige Unterschied ist, dass hier die Fernbedienung beim Blitzwolf Selfie Stick zum Herausschieben ist und hier einfach zum Herausnehmen. Und dann noch, hier hat man bei der Halterung des Smartphones, beim Blitzwolf Selfie Stick, hat man ein Feststellrad, also das kann man wirklich fest anziehen, was man beim Xiaomi Selfie Stick nicht hat, aber es hält auch so. Mein Smartphone hat 130 Gramm und das hält auf jeden Fall sehr gut. So, hier muss man natürlich das Ganze ein wenig herausschieben und ja, hat dann bei beiden ein Stativ, was im Handgriff eingebaut ist und damit kann man dann wirklich tolle Videos auch aufnehmen, also die Videos werden nicht verwackelt oder ähnliches und kann das Video natürlich auch mit der Fernbedienung starten. Dazu nimmt man die Fernbedienung heraus, verbindet per Bluetooth die Fernbedienung mit dem Smartphone und kann dann Selfie-Stick wirklich gut platzieren und dann mit der Fernbedienung einfach das Video starten und schon kann der Beschenkte dann mit dem Selfie-Stick auch ein tolles Video aufnehmen, das wirklich ruhig ist bzw. nicht verwackelt ist und das Video kann man dann zu Hause privat ansehen oder auf YouTube hochladen, je nachdem, was man mit dem Video eigentlich vorhat. Dann habe ich hier noch ein weiteres Selfie-Stick, das ich erst vor kurzem vorgestellt habe, ebenfalls von der Firma Blitzwolf. Das würde ich eher für Fotoaufnahmen empfehlen. Dieser hat auch eine Zoom-Funktion und eine Switch-Funktion. Man kann den Switch-Button aber frei belegen mit verschiedenen Funktionen des Smartphones. Und ja, das Ganze, die Halterung ist so zum Aufklappen. Und das ist dann auch platzsparend, kann man das mitnehmen. Also hier das Ganze kann man wirklich platzsparend zusammenfalten und so transportieren. Hier hat man ein Feststellrad, damit das Smartphone auch wirklich gut im Selfie-Stick hält. Und ja, die ganzen Teile kann man einfach so herausziehen, dass das da auch wirklich gut hält und einfach wieder verdrehen und dann hält das auch. Und ja, hier mit den Bedienelementen hier auf dem Selfie-Stick kann man dann verschiedene Fotos machen, man kann
den Zoom der Kamera nutzen, und das kann man ebenfalls hier unten am Selfie-Stick verstellen. Also man kann heranzoomen oder auch wegzoomen und muss dazu nicht das Selfie-Stick verstellen, sondern nutzt die Bedienelemente des Selfie-Sticks. Ja, wie gesagt, es gibt nicht nur diese drei Hersteller. Ich habe einfach jetzt diese drei mal als Beispiel genommen, da ich diese drei schon auf meinem Kanal vorgestellt habe, und ich bin von den Funktionen dieser drei Selfie-Sticks wirklich begeistert. Die taugen auch was, und vor allem für mich interessant die beiden Selfie-Sticks mit der Fernbedienung, denn da kann man wirklich tolle Videos auch machen, die einfach nicht verwackeln bzw. nicht verwackelt sind, und die sind wichtig, dass man da für YouTube zum Beispiel eine gute Qualität hat. Und ja, ein Selfie-Stick kann jeder benötigen, sei es, wenn man irgendwo auf einer Ausstellung ist, sei es, man ist am Wochenende unterwegs oder im Urlaub. Also da ist für jeden ein Selfie-Stick nützlich, und ich hoffe, die Weihnachtsgeschenkidee gefällt euch. Sucht euch ein Selfie-Stick aus und verschenkt es zu Weihnachten an jemanden, und ja, derjenige wird sich sicher freuen darüber, denn ein Selfie-Stick kann jeder gebrauchen, und dabei sind diese Selfie-Stick gar nicht einmal so teuer. So, das war's auch schon von diesem Video. Ich hoffe, die Weihnachtsgeschenkidee hat euch gefallen. Über einen Daumen hoch, über ein Abo würde ich mich natürlich freuen, und sonst sehen wir uns im nächsten Video.